Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Es gibt Neues von Flopheat Martin. Wir haben hier auf Insta eine Frage gestellt, ob ich heute für euch eine Aktienanalyse machen darf, hier auf dem Video. Denn Lockheed Martin ist abgeschmiert. Und zwar ging es nach unten um 11, 12% knapp im gestrigen Handelsverlauf, nachdem die Zahlen zum dritten Quartal 2021 rauskamen. Sie haben also enttäuscht. Wir schauen uns in diesem Video an, warum die Zahlen enttäuscht waren, gucken uns den Ausblick an, erklären uns die Zahlen, warum die Umsätze gefallen sind, die Gewinne übrigens gestiegen sind, was es damit auf sich hat, und schauen dann, ob die Dividenden sicher sind. Lockheed Martin ist ja eine klassische Dividendenaktie, und schauen natürlich, ob die Aktie jetzt ein Schnäppchen ist, sodass es zuzugreifen lohnt. Mein Name ist Thorsten Tiet und hier geht es um Qualitätsaktien, und ich denke, auch wenn ich es jetzt als Flopheat Martin bezeichnet habe, das kann sich ja auch wieder ändern, ist eine Qualitätsaktie Lockheed Martin. Es gibt noch andere Fragen, die ihr euch immer wieder stellt, nämlich jede Quartalssaison wieder oder Berichtssaison wieder fragt ihr, wie kann ich denn sehen, ob ich Aktien finde, die Zahlen aktuell sind. Und ich zeige euch das mal. Hier haben wir den Cash-Kalender Made in Germany von Sven Wolke, ein Hidden Gem, kann man so sagen. Und da habt ihr hier die Quartalszahlen. Und das waren die Kalenderwoche 42 gewesen. Ich glaube, ja, das war die vorherige. Die aktuelle Kalenderwoche ist die 43, das ist also die Vergangenheit. Warum zeige ich euch die Vergangenheit? Einfach mal, hier haben wir zum Beispiel Honeywell gehabt am letzten Freitag. Jetzt ist der Mittwoch. Und wenn ihr in den Aktienfinder geht, wie könnt ihr sehen, ob die Zahlen schon eingepflegt worden sind, die neuesten. Es dauert nämlich immer so 2, 3 Tage, bis die Zahlen dann auch tatsächlich kommen. Schaut ihr euch zum Beispiel dann hier Honeywell an, die also am letzten Freitag berichtet haben. Geht einfach mal darunter und dann seht ihr hier beim Übergang zwischen Ist-Zahlen und Schätzungen, also der letzte Ist-Stand steht da 30.09.2021. Das heißt, da sind schon die neuesten Zahlen drin. Das war das letzte Quartal, hat der Abschluss Ende September, 30.09.2021. Und wenn wir jetzt Lockheed Martin anschauen, bei denen kamen die neuesten Zahlen gestern erst raus, sieht dann auch hier in dem wunderschönen Cash-Kalender. Hier ist Lockheed Martin ein bisschen versteckt, gibt hier auch sogar noch Tooltip. Und das sieht auch schon hier, dass die Erwartungen verfehlt worden sind. Das sieht man auch im Tooltip, dass der Gewinn pro Aktie übertroffen wurde. Also ein gutes Tool, wie gesagt, hier, Cash-Kalender, kann ich nur empfehlen. Und wir sind hier, das war also vor einem Tag und es ist noch zu neu, das heißt, da haben wir jetzt noch nicht die Daten zum 30.09. drin, da steht hier noch 30.06. Die kommen morgen, spätestens übermorgen, werden die da sein. Die Analystenschätzungen, die werden dann täglich angepasst, das heißt, das sind die Konsensschätzungen basierend auf den Analystenschätzungen der letzten 100 Tage drin. Ich kann euch das auch mal zeigen hier anhand der FactSet Workstation. Ich habe es aber extra aufgemacht, wie sowas aussieht. Das hier ist schon Lockheed Martin. Das sind die Umsätze, die geschätzt werden. Und ihr seht hier schon, wir sind hier. Und da seht ihr ja schon Downgrades. Das ist also die Reaktion bereits auf die Zahlen von gestern. Also gab es jetzt 8 Korrekturen nach unten. Also kein, das meine ich mit Downgrade. Also die Umsätze wurden nach unten korrigiert. Bei 7 hat sich noch nichts getan. Die ziehen aber auch bald nach. Das heißt, es geht ziemlich flux. Und die Umsätze von heute, die Umsatzschätzungen von heute sind schon niedriger, auch im Aktienfinder, als sie es noch gestern waren. Also es geht sehr schnell. Aber man ist halt darauf angewiesen bei den Konsensschätzungen, dass alle Analysten halt flux ihre Hausaufgaben machen. Sonst sind die Konsensschätzungen halt noch ein bisschen zu hoch. Ich würde euch aber auch erzählen, was das Management so für Konsensschätzungen, also wie das Management die nahe Zukunft bzw. die nächsten Jahre sieht. Und dann werde ich auch die Umsätze entsprechend erwähnen und wir werden, wenn es um die Bewertung geht, entsprechend auch noch berücksichtigen, dass die Zahlen tendenziell noch zu positiv sind, weil eben die Earnings noch so frisch waren. Okay, aber erstmal, was ist eigentlich passiert? Warum ist die Aktie um 12% abgestürzt? Die Zahlen waren enttäuschend, das heißt, die Umsätze waren enttäuschend. Und dann gibt es immer hier diese Press Releases und dann noch die Zahlen und hier sind die Zahlen. Das ist im Prinzip schon so, würde ich mal sagen, das Wesentliche. Hier oben haben wir die Umsätze. Ihr kennt die 4 Segmente von Lockheed Martin, falls ihr sie nicht kennt.
Wir haben hier eine Aktienanalyse zu Lockheed Martin. Da schreibe ich auch das, was ich jetzt hier sage in dem Video, nochmal unten rein. Das könnt ihr dann hier sehen, also ganz unten seht ihr das nochmal. Blablabla. Mache ich extra schnell, damit ihr das nicht jetzt lesen konntet, sondern brav noch das Video anschaut. Und da haben wir dann auch hier die verschiedenen Segmente ganz kurz beschrieben. So, gehen wir hier jetzt zurück. Und was wir hier sehen können, ist, dass quer durch die Bank durch wir überall einen Umsatzrückgang haben im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das war im letzten und vorletzten Quartalsbericht, sah es noch anders aus. Da gab es noch Umsatzwachstum und jetzt plötzlich gibt es einen Umsatzrückgang. Und das ist jetzt keine einmalige Geschichte, sondern das Management hat auch noch die Prognosen gekappt. Das heißt, insbesondere die Umsatzprognosen. Und man geht jetzt aus, also erstmal hier sind die Umsätze jetzt gefallen um 2,8%, habe ich mir aufgeschrieben. Und in den Vorquartalen, ein Quartal und zwei Quartale vorher, ist der Umsatz noch gewachsen. Und zwar in Höhe von 3,9% im ersten Quartal 2021 und sogar 5% im Quartal zuvor. Und jetzt ist er plötzlich zurückgegangen. Wir werden dann noch gucken, von wo das kommt, woher das kommt. Was würde ich sagen, können wir jetzt auch gleich sagen. Also, ich habe ein bisschen geschaut im Earnings Transcript und da wurden folgende Sachverhalte aufgezählt. Erstens Corona. Corona ist immer gut, also die Corona-Pandemie und in dem Zuge auch noch gleich die Probleme bei den globalen Lieferketten. Dann haben wir einen politisch erzwungenen Rückzug aus dem AWE-Programm. Aha, AWE-Programm, was heißt denn das? Atomic Weapons Establishment. Da geht es um die nationale Verteidigung, aber nicht der USA, sondern Großbritanniens, mit Hilfe von nuklearen Gefechtsköpfen. Und das will erforscht werden und produziert werden. Und da hat auch Lockheed Martin seine Hände im Spiel. Aber die nationalisieren das jetzt scheinbar. Also Brexit quasi gen Westen, nicht nur gen Osten, auf die Europäische Union bezogen von Großbritannien. Dann eine nicht ganz geglückte, in Anführungszeichen, Befriedung, Stich Rückzug der USA aus Afghanistan, auch das ist aufgeführt. Und dann meint das Management von Lockheed Martin noch, dass der Verteidigungshaushalt nur sehr moderat angewachsen sei. Ich habe mal geschaut. Der ist im Jahr 2021 gestiegen auf 733 Milliarden US-Dollar von 714 Milliarden US-Dollar. Also durchaus, würde ich sagen, also 19 Milliarden US-Dollar mehr. Aber laut dem Management von Lockheed Martin hätte es ruhig noch ein bisschen mehr sein dürfen. Also sie waren da offensichtlich nicht ganz zufrieden. Und in Summe haben wir jetzt also plötzlich von einem Quartal aufs nächste einen Umsatzrückgang. Plus, wir haben noch zurückgenommene Prognosen. Es soll nämlich zu einem leichten Umsatzrückgang auch im Jahr 2022 kommen, also auch im nächsten Geschäftsjahr, bevor es dann langsam wieder besser wird. Langsam wieder besser wird Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich, also übersetzt 1-5%, was auch unter dem langfristigen Wachstum liegt. Man hat dann versucht, das ein bisschen schmackhaft zu machen, den Aktionären. Man hat dann die Dividende erhöht um 8% und man hat ordentlich einen Schluck aus der Pulle genommen bei der Bewilligung von Aktienrückkaufprogrammen. Da wird jetzt, das hat man von 1 Milliarde, wenn ich es richtig gelesen habe, auf 6 Milliarden gar, also um 5 Milliarden erhöht. Werden wir auch noch sehen, dann gleich im Aktienfinder. Und damit versucht man den Aktionären das zu versüßen. Und ich glaube, ich habe noch was anderes gefunden, wie man es den Aktionären versucht zu versüßen, nämlich etwas überraschend, während die Umsätze gefallen sind, ist der Operating Profit gestiegen. Umsätze sind überall gefallen, Operating Profit ist überall gestiegen. Da kann man sich mal schon mal am Kopf kratzen, wie das sein kann. Und zwar habe ich da ein bisschen tiefer gegraben und habe da was Tolles gefunden. Das lautet Percentage of Completion Cost-to-Cost Method. Aha. Also, ich übersetze es mal ganz frei. Ich muss mich da nämlich erst einlesen, selbst was das bedeutet. Lockheed Martin handelt Großaufträge ab. Das heißt, wenn die jetzt für die F-35 oder ein neues Kampfflugzeug entwickeln sollen für die USA dann später produzieren, dann entsteht da horrende Kosten. Erstmal für Forschung und Entwicklung und dann auch für Produktion.
Und dann streckt die USA als Auftraggeber Lockheed Martin Geld vor. Millionen, Milliarden von Dollar. Diese Millionen von Milliarden von Dollar für ein Projekt werden aber nicht sofort als Umsatz anerkannt und fließen auch nicht sofort als Gewinn in die Gewinn- und Verlustrechnung ein, sondern immer nur anteilig. Und jetzt ist halt die Kunst, diese Anteile zu berechnen irgendwie. Also man muss im Prinzip wissen, wie lange das läuft, dieses Projekt, und da muss man halt immer anteilig die Umsätze entsprechend verbuchen. Und da muss man sich an irgendwas orientieren. Da gibt es verschiedene Methoden. Eine Methode ist, dass man sich an den Kosten orientiert. Das heißt, wenn man jetzt 4 Milliarden kriegen würde und sagen wir mal, man hätte Kosten von 3 Milliarden insgesamt und es ging über, ja genau, und dann hätte man nach einem Jahr 1 Milliarde an Kosten verbraucht, also ein Drittel, dann dürfte man auch ein Drittel vom Umsatz anrechnen. Und das wäre dann auch quasi ein Drittel gewinnwirksam von den 4 Milliarden, ne, die man insgesamt bekommen hat im Rahmen dieses Projekts. Und wenn Sie jetzt aber im Nachhinein, beziehungsweise während des laufenden Projekts, wenn man da feststellt, dass die eigenen Kosten gar nicht so hoch sind, dann darf man sozusagen nachbuchen. Dann darf man mehr von dem gesamten Umsatz sozusagen ins Laufende und in die bereits vergangenen Jahre, wo das Projekt verbucht wurde, in dieses aktuelle laufende Geschäftsjahr übernehmen. Das ist dann ja so eine Art, wie soll man sagen, ja, nicht Wertaufholung, sondern ja, quasi ein außerordentlicher Ertrag, so ein Ertragsboost, sage ich mal. Aber das geht halt nur einmal. Also man kann nicht dauernd sagen, oh, die Kosten sind noch niedriger, oh, die Kosten sind doch noch niedriger und sie sind noch niedriger. Also das kann man nicht laufend machen. Das geht nur einmal, beziehungsweise wird irgendwann unglaubwürdig, ich sage es mal so. Ich habe auch in den letzten Quartalsberichten geguckt und da war das nicht so der Fall gewesen. Also es gibt immer einzelne Segmente, wo es teilweise auch diese Arten von, ich nenne es mal Zuschreibung, ist jetzt nicht der richtige Fachbegriff, aber ihr wisst, was ich meine, gab. Aber so in Summe, dass es sich komplett wie ein roter Faden durch alle 4 Segmente gezogen hat, das gab es jedenfalls in den letzten 2 Quartalen nicht. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass diese Erkenntnis, oh, die Kosten sind ja doch nicht so hoch, wir können ja schon mal mehr verbuchen als Umsatz und sprich auch als Gewinn, dass dieser Effekt auch nicht mehr so auftreten wird. Das heißt, wir haben jetzt ein Quartal gehabt mit enttäuschenden Umsätzen, die sich aber nicht in enttäuschenden Gewinnen niedergeschlagen haben. In Zukunft wird es anders sein. Also wenn jetzt die Umsätze zurückgehen sollten, auch im Jahr 2022 wird ja mit rückläufigen Umsätzen gerechnet, dann können wir auch damit rechnen, dass die Gewinne ebenfalls rückläufig sind. Und das ist so noch nicht komplett auch in den Schätzungen drin. Das ist die allgemeine Situation. Also ist aus meiner Sicht schon verständlich, dass der Aktienkurs gefallen ist, weil ja, die Aussichten haben sich ja verschlechtert. Nicht nur, dass die Umsätze bereits niedriger ausgefallen sind, als man gedacht hat, auch die Aussichten haben sich verschlechtert. Und diese Bonbons, so nenne ich es mal, die erhöhte Dividendenerhöhung, die Erhöhung der Aktienrückkäufe, das Schlagen der Gewinnerwartung, das kann das alles nur ja, kaschieren, aber es spiegelt halt trotzdem durch. Dann gucken wir uns mal den Aktienfinder an. Und Lockheed Martin ist eine Dividendenaktie. Da ist ja schon mal interessant, wie die aktuelle Dividendenrendite so aussieht. Man erkennt die Qualität dieser Aktie auch hier in der Dividendentreppe. Steigt also hier alles wunderbar. Wir haben auch hier die Kennzahlen, die von der Qualität der Aktie zeugen, also dieser Dividendenzahl 0,98, Stabilität der Dividende, Maximalwert ist 1, auch der Gewinn 0,94, ist also wirklich erste Sahne, seit 35 Jahren nicht gesenkt, seit 18 Jahren gesteigert, die Steigerungsraten im Schnitt so Pi mal Daumen um die 10% pro Jahr und tatsächlich hat Lockheed Martin jetzt von 2,60 auf 2,80 die Quartalsdividende erhöht, US-Dollar, was 8% entspricht. Also sie bleiben sich quasi treu. Und die Dividendenrendite momentan bei 3,1%. Und man kann jetzt auch schon schön sehen, dass diese Dividendenrendite, hier haben wir einen 12-Monats-Korridor eingezeichnet. 12-Monats-Korridor, das ist Hoch und Tief basierend jeweils auf den
Dividenden auf der Durchschnittsdividende der letzten 12 Monate berechnet. So kann man dann schon schön sehen, wo das mittelfristig hingeht, beziehungsweise kurzfristig sind 12 Monate. Hier ist die Mitte, hier wo mein Mauszeiger ist, und ihr seht, die aktuelle Dividende liegt über der Mitte, also überdurchschnittlich hoch im 12-Monats-Vergleich. Auch im 2-Jahres-Vergleich liegt es hier ganz oben am Korridor. Auch im 5-Jahres-Vergleich siehst du, liegt es schon außerhalb des Korridors sogar. Und mal gucken, was im 10-Jahres-Vergleich sogar auch noch ein bisschen. Hier war die Dividende mal deutlich höher, das war im Jahr 2013. Also da muss man schon etwas weiter zurückgehen, um das dann entsprechend zu sehen. So siehst du dann die komplette Dividendenhistorie. Geht es noch weiter nach hinten, bis ins Jahr 2000. Das waren noch Zeiten. So, Qualitätscheck. Dann die Frage natürlich, ja schön, dass das Management die Dividende immer noch erhöht, obwohl die Umsätze unbefriedigend sind und sozusagen nur mit diesen Zuschreibungen ein bisschen vielleicht getrickst wurde, indem man überraschenderweise festgestellt hat, dass über alle Segmente die Kosten doch nicht so hoch sind, wie man es ursprünglich gedacht hat. Also na, ob da das Management ein bisschen geflunkert hat und einfach mal von vornherein die Kosten ein bisschen zu hoch angesetzt hat, um dann im entscheidenden Moment ein bisschen ein Bonbon den Aktionären zu reichen. Es liest sich für mich so ein bisschen, aber ich will ja niemandem was unterstellen. Also, wir haben hier den freien Cashflow und wir haben hier den Gewinn und die Dividenden. Alles, was man sehen muss, um glücklich zu sein. Und dann sieht man hier auch, dass der freie Cashflow hier die Dividenden, die steigenden Dividenden noch sehr schön deckt. Wir haben ja auf den freien Cashflow momentan eine Ausschüttungsquote von 60%, sondern wir haben hochgehender freie Cashflow. Ich nehme einfach mal an, dass es auch so stimmt. Hier sieht man schon mal, dass es ab und zu mal einbricht, wenn hier irgendwie viel investiert wird, und dann geht er wieder nach oben und nähert sich dann dem bilanzierten Gewinn an. Ja, warum soll es in Zukunft anders sein? Ich kann mich erklären, warum die Einbrüche da waren, habe ich nicht nachgeguckt, aber ich sage einfach mal, warum soll es anders sein in der Zukunft. Jedenfalls ist die Dividende schön gedeckt. Management ist derselben Meinung, deshalb geht das Management auch hin und kauft, wie schon seit dem Jahr 2003, auch in Zukunft weiterhin eigene Aktien fleißig zurück, zieht die ein, vernichtet sie, deshalb haben wir hier keine Treasury Stocks und sorgt dafür, dass der Kuchen pro Aktie, der dir als Aktionär zusteht, immer etwas größer wird, also ohne Aktienrückkäufe wäre. Also hier siehst du dann das Gewinnwachstum aus Aktienrückkauf und hier, zack, organisch, also das organische Gewinnwachstum ist schon größer im Normalfall, aber hier zum Beispiel im Jahr 2017, da wäre eigentlich organisch der Gewinn rückläufig gewesen und nur dank Aktienrückkäufen war dann der Gewinn pro Aktie positiv. Gut, geht also einfach so weiter. Kritisiere ich jetzt mal nicht, weil ich nicht denke, dass das auf Kosten der Innovationsfähigkeit des Unternehmens geht. Wir haben noch genug Geld, der freie Cashflow gibt es her. Also sollen sie es ruhig tun, würde ich mal sagen. Das nächste wäre dann die Bewertung. Und da wird es natürlich spannend. Hier siehst du ja, dass die Aktie jetzt gefallen ist. Und eigentlich ist Lockheed Martin relativ gut zu bewerten. Ich nehme mal hier den Bereich Gewinn und die Dividende, also auch den fairen Wert entsprechender Dividende, weil es halt so eine schöne Dividendenaktie ist. Und die Dividende ein Grund für die Kaufentscheidung sein mag, je nach Investor. Dann gucken wir mal, welches der richtige Bewertungszeitraum ist. Und wir haben hier KGVs, hier bereinigt, dann nehme ich das ja auch, von 10 bis teilweise 20, also ziemlich breite Spanne, die wir hier haben. Ich würde mal hier ab 15 hingehen. Man kann auch noch hier, um den richtigen Zeitraum zu ermitteln, die Wachstumsraten sich mal anschauen und die werden jetzt relativ niedrig ausfallen. 4,3%, 1%, jetzt dann sogar mal angeblich rückläufig, aufs Quartal war es positiv. Müssen wir mal gucken. Hier hatten wir halt Wachstumsraten, die waren halt zweistellig teilweise, hier mal 32%, 24%, immer noch 11,6%. Und ob wir hier nochmal 18% haben werden, das wird auch noch nach unten gehen, das müssen wir auch noch berücksichtigen, weil alles so frisch ist, sind die Zahlen tendenziell noch zu positiv, die Konsensschätzungen. Da werde ich aber gleich darauf eingehen, wie ich das mache. Ja, also ich würde einfach mal sagen,
Wir lassen das so, wie es ist. Dann haben wir nämlich auch noch Jahre drin, wo es relativ niedriges Wachstum gegeben hat. Also wir lassen das mal so, wie es ist. Blenden die fairen Werte ein, bereinigt und Dividende. Zoomen dann ein bisschen näher rein hier. Machen das mal weg. So, und dann siehst du, dass, weil sich die Dividende ja so schön konstant entwickelt, die wird ja vom Management erhöht, unabhängig von ja, dem mehr oder weniger stark fluktuierenden Gewinn. Insgesamt ist der Gewinnverlauf durchaus okay, aber der verläuft halt etwas flatteriger als eine Dividende, die vom Management festgelegt werden kann. Und dann sehen wir hier eben Zeiten der Unterbewertung und dann hier Zeiten der Überbewertung. Und momentan hätten wir hier eine leichte Unterbewertung wieder. Und ist natürlich zurückzuführen aufgrund der unterschiedlichen Phasen der Gewinnentwicklung. Also Lockheed Martin ist eine Aktie, die ist politisch, hängt halt vom Haushaltsbudget ab, haben wir schon drüber gesprochen, hängt von der politischen Großwetterlage ab. Und kann halt dann entsprechend sein, dass es sehr gute Jahre gibt mit starkem Gewinnwachstum. Dann zieht der Aktienkurs an, dann gibt es halt wieder Jahre. Das sind eher so Dürrejahre, wo halt nicht so viel geht. Da kommen wir jetzt vermutlich in so eine Periode rein. Und dann wird die Aktie halt wieder niedriger bewertet. So haben wir halt hier ein KGV, ein durchschnittliches KGV im Jahr 2017 von 21,6 gehabt, auch im Bereich Gewinn. Sind jetzt angekommen bei 15,3. Und der Schnitt hier auf die letzten 10 Jahre war 15,5. Und wenn es jetzt um die Bewertung gibt, da würde ich dann mal diesen Fernwert basierend auf dem Ende des Geschäftsjahres 2022 heranziehen. Der ist mir schon zu nah. Das sind dann noch ein Quartal. Den hier fand ich ganz gut. Und je weiter weg in der Zukunft wird, umso mehr Glaskugel haben wir wieder. Da würde ich den mal heranziehen, aber den würde ich jetzt noch korrigieren. Und zwar haben wir ja, würde ich jetzt einfach sagen, also ich glaube, rein, gehen wir mal rein, dass die Konsensschätzungen hier der 19 Analysten hier von 27, 24, jetzt tendenziell sagen, das ist wahrscheinlich zu hoch. Also das wird jetzt die nächsten Tage und Wochen nach unten korrigiert. Vom Gefühl her hier mit Stagnation, ja, von den Umsätzen hier ist auch, nur ganz, auch 2022 sollen ja die Umsätze nach hinten gehen, wäre eher das hier realistisch, was man in 2020 zum Beispiel geschafft hat. Also diese 24, 50. Daraus leite ich ab, dass der faire Wert hier dann auch eher realistisch ist. Tendenziell müsste man sogar noch ein bisschen nach unten gehen, weil das Gewinnwachstum damals höher war. Hier nur um 11,6% gestiegen, jetzt ist es niedriger. Also über 380 US-Dollar würde ich der Aktie nicht zugestehen. 380 US-Dollar sind doch genau der faire Wert der Dividende. Also das wäre insofern Punktlandung. Und da zoomen wir jetzt mal ein bisschen näher rein, machen die Hilfskurse einblenden. Da können wir mal gucken, was es für eine zu erwartende Rendite gäbe. Kann man das hier mit dem aktuellen Kurs verbinden, den Fernwert? Das wird eine Rendite von 19% hier bis zum Ende 2022 bzw. 15,9% aufs Jahr berechnet, also hier die auf die 15 Monate. Das ist eine etwas niedrigere Dividende, eine etwas niedrigere Rendite, als du langfristig mit Lockheed Martin gemacht hast. Habe ich mal ausgemessen, langen Zeitraum, da hinten verzichte ich mal drauf. Ja, immer noch natürlich recht ordentlich. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ob der Aktienkurs innerhalb dieser Zeit sich wieder so weit erholt. Da habe ich immer noch meine Zweifel. Ich meinte aber, oder ich habe es ja bereits gezeigt, dass es Phasen gibt von Stagnation eher mit wenig Gewinnwachstum und Phasen von starkem Gewinnwachstum. Ist also im Prinzip in Anführungszeichen kein klassischer, aber irgendwie doch so ein bisschen Zykliker, auch wenn die Gewinnentwicklung insgesamt sehr sanft steigend verläuft. Ich würde eher noch mal ein bisschen nach unten gehen und konservativer schätzen und würde dann eher vielleicht mal sagen, okay, so um die 360 US-Dollar, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Und dann wäre die Rendite aufs Jahr aber immer noch 11,3%, was noch mal ein bisschen weniger ist, als langfristig mit Lockheed Martin erzielt werden konnte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es immer noch mehr, als man normalerweise vom Aktienmarkt erwarten darf. Und davon wären 4% Renditeerwartung von der Dividende über diese Laufzeit von 15 Monaten und 9,5% käme von Kursgewinn. Also so würde sich es aufteilen, kann man alles da rauslesen. Wenn dir das zu wenig ist, könntest du natürlich auch noch sagen, okay, ich vielleicht
fällt dir die Aktie noch weiter und dann hätte ich hier wieder so eine entsprechend höhere Renditeerwartung, lese ich jetzt nicht alles ab. Das heißt, da könntest du dann auch hier ein Kauflimit setzen, hier dann zum Beispiel sagen, okay, bei 310 US-Dollar zum Beispiel, 310, dann gibst du hier einfach 1 US-Dollar, gehst du auf Speichern, kannst dir einfach eine Mail schicken lassen, wenn das dann erreicht ist. Wird es erreicht werden, beziehungsweise wie groß ist das Risiko, dass du jetzt die Aktie kaufst und dann fällt die Aktie weiter? Ich halte es für überschaubar, denn wir haben zwar jetzt eine Dürrezeit, aber ich sehe die Aktienrückkäufe und die jetzt auch nochmal gestiegene Dividende und relativ hohe Dividende, das ist ein fairer Wert Dividende, dass es durchaus attraktiv erscheint. Ich interpretiere das so ein bisschen als Sicherheitsnetz. Ich rechne jetzt auch nicht groß mit neuen Hiobsbotschaften, abgesehen davon, dass der Gewinn, jetzt ist gerade irgendwas hier passiert in Bad Homburg, ich bin aber unschuldig, abgesehen davon, dass der Gewinn vermutlich nicht mehr die Erwartungen übertroffen wird, aber ich denke, das ist jetzt hier in den Kursrückgang zum Größten auch eingepreist, dass der Gewinn wahrscheinlich eher seitwärts verlaufen wird und über die nächsten Jahre vielleicht auch nur ähnlich wie die Umsätze zwischen 1-5% im niedrigen einstelligen Bereich wachsen wird. Es wachsen halt die Bäume da nicht in den Himmel. Also, aber ich glaube auch nicht, dass die Aktie noch jetzt sehr viel abgibt. Genau weiß man es aber nicht. Also bei wem Lockheed Martin ins Depot passt, weil er noch nicht in der Branche Verteidigung engagiert ist und auf attraktive Dividenden steht und auch sichere Dividenden, für den ist Lockheed Martin ja schon eine Erwägung wert. Wer Aktiensparpläne betreibt, für den ist es egal, der lässt es einfach laufen. Wer eher auf hohe Renditen aus ist, sage ich mal, auf Outperformance, da würde ich dann eher vielleicht nochmal hier so ein Kauflimit setzen und mal gucken, ob die Aktie noch ein bisschen tiefer kommt. Also mit allzu viel unter 300 Dollar oder sowas rechne ich nicht damit. Aber vielleicht geht ja noch ein bisschen was nach unten und dann Kauf. Okay, oder ihr guckt euch eine der über 1800 anderen Aktien an, die wir im Aktienfinder haben. Da ist immer was dabei, wo man sich dran erfreuen kann mit noch sehr hohem Renditepotenzial. Gut, das soll es mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg mit deinen Investments. Wenn du eine Meinung hast zu Lockheed Martin, schreib es gerne drunter, im Kommentar, lese ich gerne durch und gegebenenfalls antworte ich auch was drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.